Servus YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Opening auf meinem Kanal und zwar wieder gesponsert von der guten Yu-Gi-Oh! Oase. Die Informationen zur Yu-Gi-Oh! Oase stehen wie immer natürlich unten in der Videobeschreibung. Einfach mal reinschauen, ist alles verlinkt. Unbedingt reinschauen, wie gesagt, super, super Shop und sehr zuverlässig, der liebe Mario. Und vielen Dank auch nochmal für das zur Verfügung stellen dieses Produkts. Und dann kommen wir zum eigenen Set heute und zwar mit der Call of the Duelist Special Edition. Und zwar haben wir da einige Besonderheiten drin. Schauen wir mal hinten drauf. Und zwar haben wir hier nämlich super Promokarten. Das ist einmal der Skullmeister, eine Superkarte, dann der Feierliche Schlag und der Mr. Starboy. Das sind eigentlich Karten, auf die haben wir jetzt schon relativ lange warten müssen. Ich finde es cool, dass sie endlich rausgekommen sind. Und ich würde sagen, wir machen heute mal ein bisschen anderes Opening und zwar... So, da wäre ich auf jeden Fall wieder, aber ich habe mich, wie ihr seht, vielleicht doch umentschieden. Und zwar habe ich nämlich das Ganze schon ausgepackt, weil ich mir gedacht habe, ich habe das Set einfach schon so oft auf diesem Kanal aufgemacht. Ich hatte tatsächlich echt keine Lust mehr, jeden einzelnen Kartennamen vorzulesen, selbst überhaupt die Rares oder auch die Secret Rares. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach genau ein bisschen genauer an, was ich da gezogen habe und dann gleichen wir das dadurch wieder aus. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Promos an. Kommen wir erstmal zum Schädelmeister. Den Schädelmeister haben wir 5-mal gezogen, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Karte. Wir können ja mal ein bisschen auf den Effekttext eingehen und zwar besagt der, wenn ein Karteneffekt im Friedhof deines Gegners aktiviert wird, in Klammern Schnelleffekt, steht ja jetzt neuerdings meistens dabei, du kannst diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen, annulliere den Effekt. Ja, also ist sicherlich gegen einige Decks wie Lightsworn gut, vielleicht auch Ventred, muss man mal gucken. Auf jeden Fall eine Karte, die ich finde, ist nicht schlecht. Hat auf jeden Fall viel Potenzial. Muss man mal schauen, wie die letztendlich bei uns einschlägt. Ich finde, sie hat ein sehr schönes Artwork und mit den ganzen Totenköpfen. Ich weiß nicht, ob man das hier richtig sieht. Auf jeden Fall eine gute Karte. Lege ich zur Seite, haben wir durch. Dann kommen wir zum Mr. Sternenboy. Den haben wir ebenfalls 5-mal gezogen. Und das ist auch eine sehr wichtige Karte zukünftig als Link-Monster für Paleozoisch oder auch für Mermail. Die Voraussetzungen, ihn zu beschwören, sind einfach nur 2 Wassermonster, was enorm leicht zu erreichen ist. Und wir gehen auch mal ein bisschen auf den Effekt ein, und zwar alle Wassermonster auf dem Spielfeld erhalten 500 ATK und Def. Zusätzlich verlieren alle Feuermonster auf dem Spielfeld 400 ATK und Def. Und falls diese Karte durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört wird, kann ich ein Wassermonster in meinem Friedhof wählen, es meiner Hand hinzufügen und den Effekt kann man nur einmal pro Spielzug von Mr. Sternboy benutzen. Ist eine gute Sache. Er ist quasi der Mrs. Radiant für Wassermonster und da will ja Konami jetzt irgendwie für jeden Typen was rausbringen. Ich bin gespannt, auf jeden Fall eine sehr gute Karte, 5-mal. Und dann kommen wir mal zum feierlichen Schlag. Haben wir ebenfalls 5-mal gezogen. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch was sagen muss, ist wahrscheinlich der Reprint des Jahres so ein bisschen. Sehr, sehr stark, feierlicher Schlag mit einer der besten Fallenkarten, die wir noch derzeit spielen. Richtig gute Sache. Dann schauen wir uns noch die Cybers Funkfeuer-Karte an. Ebenfalls 5-mal, also ihr seht, die Promos sind sehr, sehr ausgeglichen. Wir haben jede Promo 5-mal gezogen. Effekt dieser Karte. Falls du in diesem Spielzug Schaden durch Kampf oder einen Karteneffekt deines Gegners erhalten hast, füge deiner Hand ein Cybers-Monster der Stufe 4 oder niedriger von deinem Deck hinzu. Du kannst nur ein Cybers Funkfeuer pro Spielzug aktivieren. Ist eine Karte, die kann man in Cybers spielen. Cybers ist ja nicht das beste Deck, aber auf jeden Fall spielbar. Und die Karte ist mir persönlich auch zu langsam, aber das kann ja jeder halten, wie er will. Für ein Fun-Deck ist es auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Dann würde ich sagen, blättern wir nochmal durch die Super Rares durch. 2-mal Misos Radiant. Dann die Ip, die Weltkirchpriesterin, 2-mal. Dann auch 2-mal Layla. 2-mal Guki, der große Oger. Cybers Zauberer, 2-mal. Einstürzende Fallgrube 2-mal, Entschuldigung. Ne, sogar 3-mal. Dann haben wir Trickster Lycoris 2-mal. Dann den Knackdrachen 2-mal. Dann zu den Karten, die wir nur 1-mal gezogen haben. Einmal Auram, der Weltkelch Schwertkämpfer. Fallenstellerin Mantis für Trickster eine schöne Karte. DDD, Wellenhochkönig Cesar. Auch eine gute Karte. Dann hier noch Guki Drehkobra und Guki Revanchekampf. Soweit zu den Super Rares. Kommen wir noch zu den Rares. Die blätter ich jetzt einfach mal durch. Da könnt ihr ein bisschen gucken, was da so dabei war. Ist jetzt keine Karte, von der ich sage, vielleicht hier eher, vielleicht besonders, aber sonst ja nichts Besonderes dabei.
Höchstens hier vielleicht nur Zug an die Front. Ist auch noch eine interessante Karte. Aber ich denke, der Rest ist nicht wirklich interessant. Vielleicht noch die Trickster-Karten. Aber ja, also ich habe das Set einfach schon zu oft aufgemacht. Ihr merkt es vielleicht selber. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare dazu schreiben, ja, was ihr von dem Set haltet, ob ihr es schon viel zu oft gesehen habt mittlerweile. Schreibt mir dazu einfach mal was unten rein. Dann kommen wir noch zu den Ultra Rares. Da habe ich gezogen einmal den Bergungsagent Fahrer. Auch eine Cybers-Karte, die eher so semi-gut ist. Kann man spielen, ist aber auch nicht das Beste. Dann einmal Schlosslink, eine Karte, die vielleicht in späteren Zeitpunkten noch besser wird, weil man quasi Linkmonster quasi auf dem Feld schieben kann. Kann vielleicht interessant werden, aktuell noch nicht so gut. Dann haben wir den Bestrafungsdrachen. Muss man gucken, ob man das in Twilight Sworn spielen kann. Für mich auch eine Karte, die mich nicht überzeugt hat. Und dann noch zu der Trickster Holly Engel. Das ist zumindest eine Karte, die man in den Trickster spielen kann. Und eigentlich auch eine recht gute Karte. So. Dann kommen wir noch zu den zwei Secret Rares, die wir gezogen haben. Und zwar einmal das Rettungsfrettchen, das vielleicht jetzt sogar bald interessant werden könnte, weil das Rettungsfrettchen ja einfach eine Rescue-Karte ist. Die sind ja suchbar mit dieser Einzauberkarte und da der Rabbit und die Katze beide auf 3 sind aktuell, ist das vielleicht eine Überlegung wert. Muss man mal gucken, ob man da in naher Zukunft nochmal irgendwas sieht. Und als zweite Secret Rare haben wir den Topologic Bomberdrache. Eine Karte, die man auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte. Ist meiner Meinung nach mit eins der stärksten Linkmonster, weil sie eigentlich ein Dauer-Darkhold ist, wenn man es gut loopen kann. Kann man mit vor Game gehen. Gute Karte. Mehr möchte ich an der Stelle dazu gar nicht mehr sagen. Und ich würde sagen, es gibt nicht mehr zu sagen, als schon gesagt wurde. Schaut bitte bei der Yu-Gi-Oh! Oase vorbei, er würde sich sehr freuen, da bin ich mir sicher. Und ansonsten würde ich sagen, war es das auch soweit mit diesem Video. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.